Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen was gelootet. Ich bin jetzt nur auf dem Weg hierher, offscreen hierher gerannt, damit ihr das nicht miterleben müsst. Ja, mal ganz kurz die Medi hier wegpacken. Das Getränk kann weg, die Flasche kann da rein, das Essen hier rein. Wobei einmal Essen, zweimal Essen werde ich im Inventar behalten. Ne? Hier oben kommt das Werkzeug rein. Also die Säge, Hammer. Ja, Batterien. Was soll ich dazu sagen? Davon habe ich schon en masse. Und die sind alle voll. Was will ich bitte schön mit einer Zigarette in einer Zombie-Apokalypse? Obwohl, ich weiß, dass es hier NPCs gibt, mit denen man handeln, verhandeln kann und. Und auch noch andere Sachen. Und die werden wir uns auch irgendwann mal müssen wir ja aufsuchen, ist klar. Und ich brauche hier Copper und Iron. Was brauche ich hier? Was ist das überhaupt nochmal gewesen? Repair Bench. Ja, irgendwie so. Metallschrott. Seil. Holz, Nägel, Komponenten. Das kriege ich sogar hin. Oder auch nicht. Ich muss wieder einen Baum fällen. Nein, kriege ich nicht hin. Schön. So, was kann ich an der Werkbank alles herstellen? Oh, die fehlt mir ja noch. Einmal Metallschrott, das haben wir doch. Einmal aufsplitten. Und die Werkbank ist fertig. Sehr schön. Hier kann ich Nägel herstellen, Leder, Streichhölzer und Stöcke. Ich kann Arbeitsmaterial herstellen. Okay, Unlock Pick, Upgrade Workshop to Unlock. Okay. Ich kann einen Bogen, Upgrade Workshop to Unlock, Longbow. Lol, die haben das schon in der Early Access mit eingeführt, dass man Mods installieren kann, um Sachen freizukriegen. Das ist gut. Sachen, okay. Wandleuchte und Schild. Ja, gut. Was brauchen wir hier? Nein. Da brauche ich das. Was brauchte ich hier draußen? Zwei Holzstämme. Ob ich das noch hinkriege, hier einen Baum zu fällen? Bevor es Nacht wird? Schlecht wär's nicht. Ach komm schon, du Kackdrecksleck, ey. Hier ganz schnell einsammeln. Das Zeug ist nämlich auch wichtig. Das weiß ich schon. Genauso wie die Blätter. Daraus macht man nämlich Seil. Und das Seil brauchen wir ja auch. Welche Richtung fällt? Der fällt auf mich? Arschloch. So. Palim, palim, paluff, uff, uff. Ich brauche erstmal die Säge. So.
das da. Einmal so. Und es ist nachts. Wir verziehen uns ganz schnell ins Bett. Und versuchen diese zu überspringen. Und draußen rennen sie schon rum. Und dieses Schnarchgeräusch. Nein. Und es ist Tag. So, ganz schnell hier was essen. Und wir hauen uns das hier rein. Dann sind wir nämlich voll. Sehr schön. Dann regenerieren wir jetzt auch gleich noch Leben. Wo liegen die Mistviecher? Keine Ahnung. So, einmal reparieren. Bauen. Schön. Jetzt können wir Feuerholz machen. Jetzt muss ich doch ernsthaft mal gucken. Hä? Oh Leute, was ist mit dem falsch? Okay. Das ist nicht gut, wenn die im Wald stehen, verbrennen und nichts passiert. Das ist gar nicht gut. Was bauen wir als nächstes? Ich hätte. Das reizt mich hier immer noch mit der Mülltonne. Brauche ich einen Eimer. Wie stelle ich einen Eimer her? 10 Nägel, 4 Komponenten. 10 Nägel, 4 Komponenten. Ich habe nur 8 Nägel. Scheiße. Warte mal, ich kann auch Nägel hier herstellen. 1, 2 und das. Ja. So. Das da. Ich glaube, ich muss mir nochmal Komponenten holen gehen. Nein, hat gereicht. Cool. Interactive. Water Container. Es gibt einen Wassercontainer. LOL. Wo? Ich sehe nur das Ding. Egal. Ja. Was machen wir als nächstes? Ich brauche halt Metallschrott. Und ich weiß aber auch, wie wir noch an welchen kommen. Tut mir zwar leid um die Axt, aber... Was muss, das muss. Dun, 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 dun. Oh, was kriegt man hier raus? Bestimmt nur Holz. Sag ich ja. Oh, die geht auch. Leute, da müssten doch die Großen an meinem Haus auch kaputt gehen. Was ist da jetzt weggeflogen? Auf jeden Fall keine Blätter. Wer weiß, wir brauchen Metall. Wir gehen jetzt unter die Schrottsammler. Ich kann den nicht zerkloppen. Merkwürdig. Den auch nicht. Den auch nicht.
den auch nicht. Ah, okay. Komisch. Das kann ich zerkloppen, die anderen Autos nicht. Ja. Ich sag nichts dazu. Early Access. Na komm. Ich hoffe, hier gibt es jetzt guten Loot raus. Warum Holzbretter? Verdammt, warum Holz? Was läuft falsch bei euch? Warum Holz? Blätter, die brauche ich erst mal, ne. Aber wir haben das und das. Wir können das erste Seil herstellen. So. Wir sehen, unser Häuschen wird langsam zu einer kleinen Base. Wie viel Seil brauche ich hier? 2. Wie viel brauche ich hier? 6. Wie viel brauche ich hier? 2. Wir bauen als erstes hier. So, ich brauche das da. Genau 5 Stöcke, wie ich brauche. Brauche ich nur noch ein Seil. So, hier brauche ich 7 Stöcke. Hier brauche ich das und das. Das kann man auch schon bauen. So, nochmal 4 Bretter. Nee, und 6 Seiten. So, das heißt, ich muss das hier zerstören können. Das geht doch nicht anders. Doch, geht. Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Wieso konnte ich das vorher nicht zerstören? Seltsam. Aber wisst ihr, was wir da machen? Auch wenn ich jetzt hier schon angefangen habe. Wir canceln das hier nochmal. Tut mir zwar weh für die Ressourcen, die ich hier reingesteckt habe. Aber jetzt können wir das hier wenigstens richtig ans Haus setzen. Weiter wegscrollen kann ich das nicht, schade. Okay, da muss ich das jetzt per Augenmaß irgendwie hinkriegen. So. Gucken mal. Ja, so können wir es lassen. Geil. Was fehlt hier noch? Seil. Diese komischen Holzbretter habe ich jetzt genug. Aha, hier kann ich noch was abbauen. So, ich würde sagen, das war's aber wieder mit der Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.